Mein erstes eigenes Fahrrad war ein lindgrünes Diamantfahrrad und ich bin deshalb natürlich auch froh und glücklich, heute jetzt an der zweiten Station unseres Thementages Fahrradland Sachsen hier zu sein, bei Diamant. Das ist eine Marke, die älter ist als die DDR, die ist nämlich 1885 gegründet worden, gehört damit zu einer der ältesten Fahrradmarken weltweit. Und dass es die noch gibt, dass sie Markt sich stark etabliert haben, hat auch damit zu tun, dass sie inzwischen Teil eines großen Konzerns sind, die auch damit helfen, die Marke weltweit zu vermarkten. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, wie wir Made in Saxony in die Welt hineintragen und hinaustragen können. Mit einem guten Produkt, mit einer großen Produktpalette, mit einer großen Bandbreite auch an unterschiedlichen Fahrrädern, vom normalen Trekkingrad bis hin zum hochspezialisierten E-Bike. Bis hin dazu, dass jeder sich sogar sein eigenes Fahrrad hier konfigurieren lassen kann, je nachdem, wie der Geldbeutel ist. Auch das ist Diamant, eigentlich für jedes Preissegment ein Angebot. Und was ich eben gut finde, ist, wir zeigen, dass Fahrradland Sachsen eben heißt auch, dass hier Produktion stattfindet, dass Sachsen auch ein Produktionsstandort für das Thema Fahrrad ist. Und deshalb, wenn wir immer vom Mobilitätsland Sachsen sprechen, die einen denken Automobil, ja, wir sind Automobilland. Die anderen sagen, wir sind Bahnland, ja, stimmt, wir sind Bahnland. Wir sind sogar Luft- und Raumfahrtland, stimmt alles. Und wir sind eben auch Fahrradland, weil hier Fahrräder produziert werden. Das Besondere an Diamant ist, dass Diamant 1885 gegründet wurde und damit der älteste existierende deutsche Fahrradhersteller ist, der durchweg Fahrräder produziert hat. Das ist eine extrem lange Tradition, auf die wir extrem stolz sind. Wir bauen hier sehr hochwertige Fahrräder mit sehr guter Qualität und das zeichnet Diamant einfach aus. Ja, hier am Standort in Hartmannsdorf bei Diamant sind ungefähr knapp 700 Mitarbeiter beschäftigt, aber das schließt auch unsere Zeitarbeitnehmer mit ein. Und wir haben hier eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, ein sehr gutes Klima. Wir haben sehr viele, internationale Mitarbeiter bei uns im Werk beschäftigt. Aber der Zusammenhalt, die Kooperation, das Miteinander ist schon extrem toll, was auch sich in der Auszeichnung Great Place to Work bemerkbar gemacht hat. Das heißt also, wir sind von Great Place to Work im letzten Jahr als einer der 100 besten Arbeitgeber in Deutschland gekürt worden. Und das macht uns extrem stolz.